Herzlich willkommen, liebe Freunde der Kunst. Wir haben ja am 24. Oktober 2020 die Jubiläumsschau diesmal zum 41. Geburtstag der Galerie eröffnet. Also eine so richtige Eröffnung war es eigentlich nicht, aber begonnen. Und es sind vier Künstler, die Jubiläumsgeburtstage hätten und eine Galerie, die 41 Jahre alt geworden ist. Nun gibt es zwei Künstler davon, die leider schon verstorben sind. Das ist Raimund Girke und Heinz Gappmeier. Und zwei Künstler, die noch leben. Deswegen Wahrnehmung, Erinnerung. So ist der Titel der Ausstellung. Und auch der Titel dieser wunderbaren Druckgrafik, die wir eigens für die Ausstellung aufgelegt haben. Die Druckgrafik, Heinz Gappmeier ist ja vor 10 Jahren verstorben. Seine Tochter hat den Nachlass. Und es gibt da auch einen tollen Nachlassstempel. Und wir haben uns das so überlegt, dass die sehr kleinen Auflagen von nur 30 Exemplaren immer die Werkverzeichnisnummer der Idee tragen, von Gabi Gappmeier auf 2020 datiert und signiert sind und auf der Rückseite den Nachlassstempel tragen. Also Wahrnehmung ist das, was man sieht, Erinnerung ist sozusagen das Werkverzeichnisnummer dazu. Es gibt ja diese drei herrlichen Bände vom Werkverzeichnis der Ideen Gappmeiers. Insofern ist von ihm jede dieser Werke schon im Vorhinein autorisiert und definiert. Wahrnehmung, Erinnerung. Die Wahrnehmung ist das, was wir jetzt im Moment spüren, wahrnehmen, was in unserer Nähe ist. Die Erinnerung ist eine riesen Welt voller Erinnerungen, die wechselseitig darin enthalten sein können. Also Wahrnehmung ist das Einzelne, Erinnerung das Universelle. Und hier wird schon was ganz Wichtiges über Gappmeier eigentlich deutlich in dem Blatt. Es geht ihm immer sozusagen das Einzelne im Verhältnis zum Universellen, mit dem Ergebnis, dass das Universelle natürlich größer ist als das einzelne Beispiel. Erinnerung. Erinnertes Rot kriegt eine neue Dimension. Rot ist wie Farben im Allgemeinen auch eine Eigenschaft. Sie können sich Rot zum Beispiel nur vorstellen, wenn Sie an einen Gegenstand denken, der rot ist. Das kann die rote Rose sein, die Sie gerade als Geschenk bekommen haben. Das kann das Glas Rotwein sein, das Sie vielleicht gestern Abend getrunken haben. Das kann aber auch die rote Ampel sein, die Sie überfahren haben. Also Farben wie auch andere Eigenschaften werden nur vorstellbar, wenn wir an einen Gegenstand denken, der diese Eigenschaft hat. Auch hier sind natürlich unzählige Bilder enthalten und Sie werden das Arbeit heute anders sehen als morgen. Die Farbe Weiß hat dann noch eine zusätzliche Dimension. Also die Kunst von Gappmeier lebt ja durch ihre visuelle Präsentation und das wird ganz deutlich an einer Arbeit wie Werkverzeichnis Nummer 153 von 1967. Sie wissen ja, ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Ich kann nicht alle 3000 Werknummern auswendig, aber dieses bedeutende Blatt habe ich mir gemerkt. Man sieht das Weiß und es taucht ein ins Weiß. Es beschreibt etwas, was es dann selber wird. Wunderbar. Wunderbar, versuchen Sie mal Weiß zu malen, das ist so einfach ja gar nicht. Und die Idee des Weiß, die wird hier impliziert und was Sie damit alles assoziieren können, ist natürlich eine riesengroße Welt. Ob Sie in Weiß an die Friedensfahnen denken, ob Sie an Zero-Kunst denken, ob Sie einfach an Schönheit, Reinheit, Stille denken, an Frieden. Die Welt des Weiß ist sehr, sehr groß und in unserem Basar haben wir auch wunderbare Arbeiten von Raimund Girke, der als Maler des Weiß bekannt geworden ist und der mich im Übrigen auch auf Gappmeier aufmerksam gemacht hat, damals zu Beginn der 80er Jahre. Und da gibt es schon sehr viel zu sehen in der Nuance des Weiß. Und hier haben wir noch ein wunderbares Blatt zum Abschluss, das mich persönlich immer sehr berührt, denn das Gefühl der Nähe ist ja etwas, was auch quasi unbeschreiblich oder sagen wir besser, schwer zu malen ist. Und diese erahnte Nähe, das ist eine solche Nuance an Beziehung, die zwischen etwas oder Menschen sein kann.
Und gleichzeitig ist es ein Raumtext. Also Gappmeier hat ja sozusagen sein Wesen nach sich viel diesen a priorischen Begriffen Raum und Zeit von Kant gewidmet. Und er ahnte Nähe, das ist was von Abstand und Nähe gleichzeitig, was darin enthalten ist. Also etwas, über das man viel nachdenken kann. Und wenn man sich noch ein bisschen weiter informieren möchte über Gappmeier, nicht nur, dass wir wieder einen schönen Katalog für Sie haben, es sind auch viele Raumtexte drin, sondern natürlich diese Ausstellung in der Kadoro, zu der Sie herzlich eingeladen sind, sich diese anzuschauen und mit mir gemeinsam Gedanken über die Werke auszutauschen. Melden Sie sich, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Werke im Original an, ist noch viel schöner als im Film. Vielen Dank.